Wenn ihr ganz aufmerksam herumgeschaut habt, konntet ihr zwei Zeichnungen aus meiner Kindheit entdecken. Ich wollte nämlich Maler werden. Weil die großen Leute damals aber meine Zeichnungen nicht verstanden, gaben sie mir den Rat, mich mehr für Geografie, Geschichte, Rechnen und Grammatik zu interessieren. So kam es, dass ich eine großartige Karriere als Maler bereits im Alter von 6 Jahren aufgab, um einen anderen Beruf zu wählen. Der Misserfolg meiner Zeichnungen hatte mir allen Mut genommen. Ich lernte fliegen. Als Pilot bin ich weit in der Welt herumgekommen und habe im Laufe meines Lebens mit einer Menge ernsthafter Leute zu tun gehabt. Ich bin viel mit Erwachsenen umgegangen und hatte Gelegenheit, sie ganz aus der Nähe zu betrachten. Das hat meiner Meinung über sie nicht gut getan. Daher blieb ich allein, ohne jemanden, mit dem ich wirklich hätte sprechen können. Bis ich vor 6 Jahren einmal eine Panne in der Sahara hatte. Etwas an meinem Motor war kaputt gegangen. Es war für mich eine Frage auf Leben und Tod, denn mein Trinkwasservorrat reichte kaum für 8 Tage. So schlief ich also am ersten Abend im Sand der Wüste ein, 1000 Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt. Ich war viel verlassener als ein Schiffbrüchiger mitten im Ozean. Ihr könnt euch daher meine Überraschung vorstellen, als bei Tagesanbruch eine merkwürdige Stimme mich weckte. Die Stimme eines kleinen, höchst ungewöhnlichen Männchens, das mich aufmerksam betrachtete. Ich schaute mir diese Erscheinung mit großen, staunenden Augen an. Vergesst nicht, ich befand mich ja 1000 Meilen abseits von jeder bewohnten Gegend. Ich brauchte lange Zeit, um zu verstehen, woher der Kleine kam, der immer zu Fragen an mich richtete, die meinigen aber nie zu hören schien. Erst nach und nach enthüllte sich mir sein Geheimnis.
War einmal ein kleiner Prinz, der wohnte auf einem Planeten, der kaum größer war als er selbst, und er brauchte einen Freund. Lange Zeit hatte er, um sich zu zerstreuen, nichts anderes gehabt als die Schönheit der Sonnenuntergänge, bis eines Tages eine Blume Wurzeln geschlagen hatte, aus einem Samen weiß Gott woher. Er hatte diesen Spross, der den anderen Sprösslingen in keiner Weise glich, sehr genau überwacht. Er beobachtete, wie eine riesige Knospe sich bildete und fühlte, dass eine wunderbare Erscheinung aus ihr hervorgehen müsse. Ihre geheimnisvolle Toilette hatte Tage und Tage gedauert. Und dann, eines Morgens, gerade zur Stunde des Sonnenaufgangs, hatte sie sich gezeigt. Ich bin noch gar nicht richtig wach. Ich bitte um Verzeihung. Ich bin noch ganz zerrauft. Wie schön Sie sind. Nicht wahr? Und ich bin mit der Sonne geboren. Ich glaube, es ist Zeit zum Frühstücken. Hätten Sie die Güte, an mich zu denken? Aber trotz seines guten Willens hatte der kleine Prinz rasch an ihr zu zweifeln begonnen, hatte ihre belanglosen Worte bitter ernst genommen
und war sehr unglücklich geworden. Da beschloss er eines Tages, sie zu verlassen. Adieu. Adieu. Verzeih mir. Ich bin dumm gewesen. So dumm wie ich. Schau, dass du glücklich wirst. Zieh es nicht so in die Länge. Du hast dich entschlossen zu reisen. Geh.
Er befand sich in der Region der Asteroiden 326, 327, 328, 329 und 330. Er begann also, sie zu besuchen, um sich zu bilden. Auf dem ersten Planeten wohnte ein König. Ah, sieh da, ein Untertan. Darf ich mich setzen? Ich befehle dir, dich zu setzen. Herr, worüber herrscht ihr? Über alles. Ich möchte einen Sonnenuntergang sehen. Machen Sie mir die Freude. Befehlen Sie der Sonne unterzugehen. Wenn ich einem General geböte, wie ein Schmetterling von Blume zu Blume zu fliegen, oder eine Tragödie zu schreiben, oder sich in einen Seevogel zu verwandeln. Und wenn dieser General den erhaltenen Befehl nicht ausführte, ich wäre doch im Unrecht. Nicht wahr? Siehst du, man muss von jedem das fordern, was er leisten kann. Die Autorität beruht vor allem auf der Vernunft. Wenn du deinem Volke befiehlst, zu marschieren und sich ins Meer zu stürzen, wird es revoltieren. Ich habe das Recht, Gehorsam zu fordern, weil meine Befehle vernünftig sind. Was ist also mit meinem Sonnenuntergang? Du wirst deinen Sonnenuntergang haben. Ich werde ihn befehlen. Aber in meiner Herrscherweisheit werde ich warten, bis die Bedingungen dafür günstig sind. Das wird heute Abend gegen 7.40 Uhr sein. Und du wirst sehen, wie pünktlich man mir gehorcht. Der kleine Prinz gähnte. Es tat ihm leid um seinen versäumten Sonnenuntergang. Er langweilte sich schon ein bisschen. Ich habe hier nichts mehr zu tun. Ich werde wieder abreisen.
der König, der so stolz war, endlich einen Untertan zu haben, bat ihn nicht abzureisen. Er trug ihm sogar den Posten des Justizministers an. Aber es ist niemand da, über den man richten könnte. Dann wirst du über dich selber richten. Das ist das Schwerste. Es ist viel schwerer, über sich selber als über andere zu richten. Nur wenn es dir gelingt, ein guter Richter deiner selbst zu sein, bist du ein wirklicher Weiser. Aber der kleine Prinz fand, er könne über sich richten, wo immer er sich aufhielte. Dazu brauche er nicht hier zu wohnen. Er wollte jedoch dem alten Monarchen nicht wehtun. Weil Eure Majestät Wert auf pünktlichen Gehorsam legen, könnten Sie mir den vernünftigen Befehl erteilen, binnen einer Minute zu verschwinden. Es scheint mir, die Umstände dafür sind günstig. Da der König nichts erwiderte, zögerte der kleine Prinz zuerst. Dann brach er mit einem Seufzer auf. Er hörte noch, wie der König ihm nachrief: »Ich mache dich zu meinem Gesandten«, wobei er sich den Anschein großer Autorität gab. »Die großen Leute sind sehr sonderbar«, sagte sich der kleine Prinz auf seiner Reise. Der Planet war von einem Eitlen bewohnt. Ah, ah, schau, schau, ein Bewunderer kommt. Guten Tag, Sie haben einen spaßigen Hut auf. Der ist zum Grüßen. Er ist zum Grüßen, wenn man mir zujauchzt. Unglücklicherweise kommt hier niemand vorbei. Schlag die Hände zusammen. Was muss man tun, damit der Hut herunterfällt? Aber der Eitle hörte ihn nicht. Die Eitlen hören immer nur die Lobreden. Bewunderst du mich wirklich sehr? Was heißt bewundern? Bewundern heißt erkennen, dass ich der Schönste, der Bestangezogene, der Reichste und der intelligenteste Bewohner dieses Planeten bin. Aber du bist doch allein auf deinem Planeten. Mach mir die Freude, bewundere mich trotzdem. Ich bewundere dich. Aber wozu nimmst du das wichtig? Und der kleine Prinz machte sich davon.
Die großen Leute sind wirklich sehr verwunderlich. Den dritten Planeten bewohnte ein Säufer. Dieser Besuch war sehr kurz, aber er tauchte den kleinen Prinzen in eine tiefe Schwermut. Was machst du da? Ich trinke. Warum trinkst du? Um zu vergessen. Um was zu vergessen? Um zu vergessen, dass ich mich schäme. Warum schämst du dich? Weil ich trinke. Der kleine Prinz verschwand bestürzt. Die großen Leute sind wirklich sehr, sehr verwunderlich, dachte er, während er wieder abreiste. Auf dem vierten Planeten wohnte ein Geschäftsmann. Der hob nicht einmal den Kopf, als der kleine Prinz bei ihm ankam. Die ganze Zeit addierte er Zahlen und wiederholte: Ich bin ein ernsthafter Mensch, ich bin ein ernsthafter Mensch. Und er war so geschwollen vor Hochmut, dass ihn der kleine Prinz sofort wieder verließ. Der fünfte Planet war der sonderbarste von allen. Er war so klein, dass er gerade Platz bot für eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder. Der kleine Prinz konnte sich nicht erklären, wozu man irgendwo im Himmel auf einem Planeten ohne Haus und ohne Bewohner eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder brauchte. Dennoch fand er diesen Mann weniger verrückt als den König, den Eitlen, den Säufer oder den Geschäftsmann. Wenn der seine Laterne anzündet, so fand er, ist es, als setze er einen neuen Stern in die Welt. Oder eine Blume. Das ist eine sehr hübsche Beschäftigung. Es ist auch eine wirklich nützliche Beschäftigung, gerade weil es hübsch ist. Als er auf dem Planeten ankam, grüßte er den Laternenanzünder ehrerbietig. Guten Tag. Warum hast du deine Laterne eben ausgelöscht? Ich habe die Weisung. Guten Tag. Gute Nacht. Guten Tag. Gute Nacht. Was ist das, die Weisung? Die Weisung ist die Weisung.
Ich tue da einen schrecklichen Dienst. Früher ging es vernünftig zu. Ich löschte am Morgen aus und zündete am Abend an. Den Rest des Tages hatte ich zum Ausruhen, den Rest der Nacht zum Schlafen. Und die Weisung wurde geändert? Eben nicht. Das ist ja das Drama. Der Planet hat sich von Jahr zu Jahr schneller gedreht und die Weisung ist die gleiche geblieben. Das ist drollig. Die Tage dauern bei dir nur eine Minute. Das ist alles andere als drollig. Ich habe keine Sekunde mehr Ruhe. Jetzt reden wir schon einen Monat miteinander. Der kleine Prinz sah ihm zu. Er liebte diesen alten Mann, der sich so treu an seine Weisung hielt und erinnerte sich der Sonnenuntergänge, die so lange seine einzige Zerstreuung waren. Er wollte seinem Freund beispringen. Ich wüsste einen Weg, wie du dich ausruhen könntest. Dein Planet ist so klein, dass du mit 3 Sprüngen herumkommst. Du musst nur langsam genug gehen und immer in der Sonne bleiben. Wenn du dich also ausruhen willst, dann gehst du einfach. Und der Tag dauert, solange es dir gefällt. Das hilft mir auch nicht weiter. Alles, was ich möchte, ist schlafen. Dann ist es aussichtslos. Aussichtslos. Guten Tag. Gute Nacht. Guten Tag. Gute Nacht. Guten Tag. Gute Nacht. Der, sagte sich der kleine Prinz, während er seine Reise fortsetzte. Der wird von allen anderen verachtet werden. Dabei ist er der Einzige, den ich nicht lächerlich finde. Vielleicht, weil er sich mit anderen Dingen beschäftigt, statt mit sich selbst. Ihn allein hätte ich zu meinem Freund machen können. Aber sein Planet ist wirklich zu klein. Für 2 ist da kein Platz. Der 6. Planet war von einem Geographen bewohnt. Der gab ihm den Rat, den Planeten Erde zu besuchen. Er hat einen guten Ruf, meinte er.